Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Schachmatt TV. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir spielen zusammen eine Partie Schnellschach am Brett Karo Kan gegen einen Spieler mit 2,466, also er kann ordentlich Schach spielen. Und hier habe ich eigentlich eine große Auswahl an Eröffnungen für euch. Ich spiele heute mal D4 und schlage. Und das jetzt Abtausch Karo Kan. C4 würde in den Parnov-Angriff führen, aber ich mag hier den Zug Läufer F4 auch. Wir hatten beides eigentlich schon. Bin gespannt, wie er sich schlägt. Läufer 4 ist ein Übergang ins Londoner System, also D4, D5, Läufer F4. Okay, das ist jetzt, also könnt ihr mir glauben, Übergang ins Londoner System, er hatte C5 und hat getauscht, wir tauschen zurück und Londoner System am Brett. Läufer 5 ist ein sehr prinzipieller Zug, also das nennt man, das bedeutet, der Zug nutzt etwas aus, was wir sagen übersehen haben oder nicht übersehen, aber was ein Nachteil, den wir entstehen haben lassen, nutzt er direkt aus. Also er spielt nicht nach Schema F, sondern hier Läufer F5. Und also man muss sagen, die Hauptvariante ist Läufer D3, um den Zug Läufer F5 zu verhindern und damit der Läufer sich nicht auf sein natürliches Feld entwickelt. Wobei ich finde, der kommt auch immer gut nach G4. Mit Läufer F4 lässt man Läufer F5 zu, aber diese Struktur hier ist völlig in Ordnung. Ich habe das Eröffnungswissen hier aus dem Buch von Nikola Setlak über das Londoner System. Und der erste Teil ist, was ist denn, wenn Schwarz direkt tauscht, dann ist man nicht genau hier, Übergang ins Karo Kan. Und ich frage euch jetzt hier, was haben wir für eine Struktur am Brett? Wenn ihr den Kanal verfolgt, dann wisst ihr es. Karlsbader Struktur. Genau darüber haben wir schon eine Videoserie gemacht. Ihr wisst vielleicht, was der Plan von Schwarz ist. Okay, der hat die halboffene C-Linie, der will einen Minoritätsangriff starten und Weiß hat eine halboffene E-Linie und versucht eher am König anzugreifen. Sehr cool, wenn ihr das jetzt wusstet. Falls nicht und euch das interessiert, dann schaut euch mal in meinen Playlists. Habe ich eine, die heißt Karlsbader Struktur und da habe ich drei Videos dazu gemacht. Eins als Überblick, eins für die Pläne für Weiß, eins für die Pläne von Schwarz und es gibt ganz viele Öffnungen, die dorthin führen. Zum Beispiel auch das abgelehnte Damengambit, hier Karo Kan, dann das System. Das Schöne ist, wenn man sich auskennt mit dieser Karlsbader Struktur, dann braucht man nicht mehr viele Öffnungstheorie, sondern man spielt einfach diese Struktur runter und kennt so die Pläne. So, Springer F6 hier, glaube ich, ist nicht ganz genau, weil wir mit Springer H4, ich hoffe, ich täusche mich nicht, aber mit Springer H4 das Läuferpaar bekommen. Kurz überlegen, Springer H4, Läufer G4. Ah, nein, nein, Entschuldigung. Jetzt gerade war ich ein bisschen verwirrt. Man spielt in der Stellung Dame B3, geht auf den Bauern und nach Dame C8 spielt man Springer H4, das ist es. Genau. Hier, ich war jetzt gerade in einer anderen Variante, aber hier in dieser Stellung könnte Schwarz einen Bauern opfern mit Läufer D6, also Bauernopfer, weil wir können auf B7 nehmen und auf Läufer steigt F4 hängt auch der Springer. Ist natürlich eine Frage, ob man das annehmen will. Also ich weiß, dass es für Schwarz gerade im Hype ist, das in dieser Stellung zu spielen, aber auf einem sehr hohen Niveau und ich glaube, dass der Gegner mit 2,460, das ist zwar viel und ich weiß, ich habe auch hier auf dem Kanal weniger, aber ich glaube nicht, dass der so viel Theorie hat, dass er in dieser Stellung noch die Trends kennt. Ist aber nur eine Vermutung, kann natürlich auch ein Eröffnungshai sein. Ich kenne mich da nicht so gut aus, was man da genau spielt. Vielleicht würde ich da den Bauern annehmen. Aber ich denke, der klassische Zug hier und auch die absolute Hauptvariante ist Dame C8. Dame B6 ist so eine Sache. Gibt es häufiger eine Öffnung. Aber diese Struktur hier mit dem Doppelbauern ist nicht so toll. Aber nicht so schlimm, wie sie aussieht. Aber meistens kann man dann mit Läufer C7 versuchen, einen zu gewinnen. Okay, er spielt Dame C8. Wir sind in der Hauptvariante. Und hier spielt man Springer H4. Holt sich im Prinzip das Läuferpaar. Läufer G6 habe ich am meisten am Brett. Es gibt auch Läufer E4. Läufer E4. Springer schlägt. Hier gibt es Bauer schlägt und Springer schlägt. Springer schlägt ist der beste Zug. Das ist die beste Variante überhaupt für Schwarz, die Schwarz hier im Karo Kan gegen das, was wir gerade machen, spielen kann. Ist schon mal krass. Hatte ich, glaube ich, noch nie am Brett. Und ich muss erstmal ein bisschen jetzt mit dieser Stellung zurechtkommen, weil ich hatte die echt noch nie. Ich weiß nur, dass es die beste Variante ist. Also Carlsen hat es mal gespielt. Läufer schlägt, Springer schlägt. Weil Bauer schlägt sie auch interessant aus. Dann spielt man G3, damit der Springer wieder Felder kriegt. Auf Springer schlägt E4.
Okay, müssen wir einfach jetzt logisch an die Sache rangehen. Also wir haben das Läuferpaar, das ist ein Vorteil, das ist ein statischer Vorteil. Wir haben jetzt nicht die klassische Karlsbader Struktur in dem Sinne, dass wir jetzt unbedingt am König angreifen müssen, weil sich eben schon eine Leichtführung getauscht hat und unsere Dame hier ein bisschen falsch steht für Königsangriff. Aber man hat ja jetzt schon aus der Eröffnung so eine Kleinigkeit mitgenommen und ich würde sagen, also warum habe ich Springer F3 gespielt? Einfach, weil der Springer hier am Rand schlecht steht. Ihr wisst, Springer am Rand, Kummer und Schand. Der ist am Rand auch angreifbar, zum Beispiel für Züge wie Läufer E7. Und er spielt sowieso Läufer E7 und jetzt haben wir im Prinzip eine Prophylaxe gemacht. Der Springer steht jetzt ganz gut auf F3. Und die große Frage, die sich stellt, ist, wohin mit diesem Läufer? D3 oder B5? B5 ist eigentlich klassisch in diesen Stellungen, aber ich weiß nicht ganz genau nach Rochade, ob ich meinem Gegner nicht sogar Zeit schenke, weil der will sowieso A6 und B5 spielen und der Läufer ist dann vielleicht ein bisschen deplatziert, deshalb, also A6 und B5 ist Standardplan, ein Minoritätsangriff und das ist das, was Schwarz hier langfristig machen will, deshalb stelle ich ihn lieber nach D3 und ja, ich finde eigentlich, also wenn ich die Stellung mit Schwarz, habe ich die auch am Brett, genau dieselbe mit Springer, weil ich weiß, dass Springer E4 das Beste ist, weil das kann man, wenn man die Karlsbader Struktur kennt, kann man Eröffnung für beide Seiten spielen. Und gegen das Londoner System tausche ich ganz gern ab und spiele genau diese Variante. Und ich finde eigentlich, hat Schwarz hier eine angenehme Stellung. F5 ist hart. Habe ich auch schon mal gespielt. Vielleicht erinnert ihr euch, die Partie habe ich sogar auf YouTube gestellt. Aber prinzipiell wird es gefährlich wegen C4. Weiß ich nicht, ob das direkt hier geht. Weiß aber nicht, was dagegen spricht. Vielleicht Läufer B4 Schach. Okay, ich rochiere und spiele danach wahrscheinlich C4. C4 spiele ich recht schnell und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass mich das in eine ganz gute Stellung führen wird. Wobei, nee, ich habe Springer A5 übersehen. Okay, mein letzter Satz war falsch. Ist Springer A5 habe ich übersehen. Ich glaube, man hätte hier vielleicht erstmal Turm C1 spielen können. Also Springer A5 muss jetzt wahrscheinlich kommen. Und die Frage ist, wohin gehen wir? Wahrscheinlich nach C2. Und okay, also trotz dessen, dass wir gerade einen Bauern eingestellt haben, oder ich lasse euch gerne hier teilhaben, für meine Einstelle seid ihr nicht verantwortlich, Springer C4. Jetzt muss man sehr vorsichtig sein. Also, wir können tauschen. Aber im Prinzip wollen wir nicht tauschen. Wir haben einen Bauern weniger. Turm C1 sieht relativ logisch aus. Das Feld D4 ist weiterhin schwach. Okay, ich spiele Turm C1. Turm C1 droht im Prinzip hier wieder zu nehmen und den Bauern zurückzugewinnen. Heißt, der Springer wird ziehen. Oder B5. B5 eventuell kann sein, dass es auch ein bisschen schwächt. Zum Beispiel nach B3, glaube ich, verliert Schwarz eventuell den Bauern. Läufer D6, sehr interessanter Zug. Ist gut. Sagen wir, wir schlagen. Springer schlägt. Sonst ist hier ein Bauer weg. Und wir springen zum Beispiel rein in die Stellung. Und spielen F3. Aber die Stellung hier, also im Prinzip ist es alles super gefährlich, weil wir einen Bauern weniger haben. Wenn wir den Springer nehmen, kommt zum Beispiel Läufer schlägt F4. Das ist auch nicht so toll, also ich glaube, es bleibt nicht viel anderes übrig, als zu tauschen. Springer schlägt und ich gehe mal hier rein. Idee ist F3. Aber die Stellung ist, also wir sind jetzt in der Verteidigungsposition wegen dem Bauern weniger. Ich weiß, ich habe das eingestellt. Hier Springer A5. Ich weiß auch, ich habe den Blundercheck vergessen. C4 war einfach viel zu schnell gespielt. Ich glaube, da habe ich fast keine Zeit verbraucht. Turm C8. Okay. Wir brauchen einen Plan. Erstmal
glaube ich nicht, dass wir es aufhalten können, dass sich die Türme hier runtertauschen. Also langfristig wird nichts anderes passieren. Okay, ich muss eigentlich Turm C1 spielen. Ich weiß, es ist nicht schön, weil sich jetzt die Türme tauschen. Nach Tauschen, Tauschen, Turm C8. Aber ich meine, in der Stellung ist dies nicht aus, glaube ich zumindest. Ich glaube, Tauschen, Tauschen, Turm C8 ist bestimmt das Beste. Okay, ich spiele F3. Erstmal, wir spielen jetzt hier trotzdem einfach mit Versuchen, feinste Endspieltechnik aufs Brett zu bekommen. Der Gegner hat 2, 4, 66, also es ist nicht so schlimm, wenn dieses Spiel hier Remis ausgeht. Und das Spiel sollte Remis ausgehen. War auch weniger, aber im Prinzip stehen die Bauern auf weißen Feldern. Und dieser Läufer hier ist weißfeldrig. Das ist ein guter Punkt. So, der Springer steht auf H5, komisch. Ich weiß nicht, warum er da hingegangen ist. Vielleicht, weil er denkt, ich tausche sowieso alles ab. Und dann wäre es natürlich eine gute Idee zu tauschen. Habe ich nicht vor. Man kann direkt anfangen, hier versuchen, Bauern zu gewinnen. Aber König F2 sieht logisch aus. Ich will, dass er Springer F7 spielt. Dann spiele ich nämlich Springer D7 und er kann den König nicht nach F7 stellen. Genau. Nur kurz überlegen auf Springer F7, ob dann auf Springer D7 nicht B6 den Springer fängt. Aber ich glaube nicht wirklich. Der hat immer ganz gute Felder. Und König F2 ist sowieso ein logischer Zug. Wir aktivieren hier unsere beste Figur. Der König ist nämlich im Endspiel meistens mehr wert als jeweils Läufer oder Springer. Aber wir brauchen einen Plan. Und das ist hier in der Stellung wahrscheinlich das Schwierigste. Den Läufer könnte man mal verbessern. Zum Beispiel über A4. D7, wobei der auch nicht unbedingt so toll steht, weil der Bauer wird immer gedeckt sein. Der Gegner stellt den König nach E7, also braucht einen Plan. Man könnte überlegen, G4 zu spielen. Okay, er spielt Springer F7. Das war eigentlich, wie erwartet, D7, vielleicht B6. Und ja, also was ich sagen wollte, ist, man kann überlegen, G4 zu spielen, um ein bisschen den Läufer zu verbessern, aber wahrscheinlich erstmal den König aktivieren. Wobei, ich will eigentlich auch nicht, dass der Springer reinkommt. B3 will ich aber auch nicht spielen, weil dann ist der Läufer zu. Aber ich hoffe, ihr lernt hier einiges von der Art und Weise, wie ich versuche, an dieses Endspiel ranzugehen. Ich meine, wir haben einen Bauer weniger. Stellung ist hart, aber nicht aussichtslos. Also hier, okay, G5. Gewinnt Raum, das ist ein guter Zug. Schach hier bringt gar nichts. Der König geht nach G7. Macht Platz in sich für den König. Okay, ich überlege über den Zug F4. Wobei, das sieht schön aus, weil auf Bauerschlag kommt König, König F3 und wir kommen rein. Aber das Problem an F4 ist immer, der Springer geht nach E4. Okay, wir brauchen irgendwie einen aktiven Plan und es ist nicht leicht, den zu finden. Ich sag mal, hier Läufer A4. Vielleicht macht er mal hier was, aber ich bin mir auch nicht wirklich sicher. F4, interessant. Stellt die Bauern auf schwarz und meine auf weiß. Genauso sollte man es auch machen. Gibt den Springer ein Feld. An meinem auch. Also, Ich spiel G3. Im Prinzip wollen wir hier die Stellung öffnen, weil wir haben einen Läufer und Läufer lieben offene Stellungen. Es gibt nichts, was Läufer mehr lieben. Und G3, Tausch, das wäre total offen. Auch tauschen, im Prinzip kann der Bauer schwach werden. Und wir haben vielleicht die Idee, H4 zu spielen. Okay, Springer F5 geht auf diesen Bauern. Und auf den ersten Blick fühlt sich so an, als ob der weg ist. Nicht unbedingt. Okay, diesen Zug hier greift den Bauern an und den. Wenn der Springer jetzt schlägt, was in Ordnung ist, okay, wenn er schlagen würde, hat er nicht gemacht, es war besser nicht zu schlagen. Wenn er geschlagen hätte, hätten tendenziell einen entfernten Freibauern, also 2 gegen 1. Springer D8. Hier könnten wir passiv decken, das ist eine Sache, die ich gar nicht gern mache. Wir könnten nochmal diesen Bauern angreifen, aber das Problem ist König F7. Und auch Springer schlägt D4. Lohnt sich es einmal zwischenzutauschen?
Wahrscheinlich nicht. Also es bleibt nicht viel anderes übrig, als diesen hier passiv zu decken. Der Läufer ist zum Glück nicht gefangen. Und wahrscheinlich spielen wir im nächsten G4, um den Springer zu vertreiben, wobei der kriegt auch gute Felder. Ich glaube, G4 ist nicht das Wahre, weil... Weil wir wollen keine Bauern auf Weiß stellen. Ja, A6 ist ein sehr guter Zug. Droht B5. Wenn der Springer zieht, ist der Bauer weg. Also der Gegner hat uns hier ganz gut im Griff. Für mich ein bisschen zu gut. Ja, okay. Also bleibt nicht viel Option, als den Läufer hier rauszustellen. Also raus im Prinzip aus dieser Drohung. Vielleicht mal Läufer C. Ach, der Läufer ist immer noch die stärkste Figur hier am Brett. Also fühlt sich zumindest so an. König F8, genau. Tauschen vielleicht. Also ich würde gerne diesen Bauern tauschen, weil ich dann eine Schwäche habe, die ich angreifen kann, aber ich sehe nicht genau, wie ich die angreifen kann. Wie sieht's aus mit Läufer C8? König E7. Springer C5. Schlägt. Und wir schlagen. Vielleicht ist das eine Option, ja. Ich fange an mit Läufer C8. Einfach die Idee ist hier Springer C5. Und die einfach auf die Schwächen gehen. Wir wollen hier einen Bauern von denen haben, weil dann 2 gegen 1 und tendenziell Freibau ist das, was man hier mit einem Läufer haben möchte. Und wir wollen den Gegner ein bisschen abgelenkt halten, weil er hat einen Bauern mehr und ist wahrscheinlich nicht so schwer, den zu verwerten. Springer C5. Und der Bauer ist weg. Also, oder er zieht den, dann ist der andere weg. Unserer natürlich auch. Und das Problem ist, unserer ist ein ziemlich wichtiger Bauer. Wenn der weg ist, dann entsteht hier eine Bauernwalze. Wobei, vielleicht. Das ist auf jeden Fall ein Freibauer. Aber wir haben den König noch zur Verteidigung. Also die Stellung ist hart, aber vielleicht nicht verloren. Springer D6. Wieder sehr gut. Der Gegner hat gar keine Lust hier, einen von diesen Bauern abzugeben. Hat aber in der Stellung auch keine Drohung. Eigentlich gar keine. König kann nicht ziehen, Springer kann auch nicht ziehen, weil dann ist immer der Bauer weg. Oh, oh. Ach, unser Läufer hängt. Natürlich. Okay. Hat nicht viel Wahl. Okay, der Läufer hat nur ein Feld. Und wenn er zieht, kommt B6. Dann ist der Läufer weg. Schwierig. Okay, ich sehe keine Alternative. Ist hier zu schlagen, aber das ist wirklich nicht schön. Ja, ich fürchte, wir mussten eine Figur geben. Vielleicht ein bisschen Chancen mit den zwei Bauern, aber der Gegner hat das sehr gut gemacht. Also, würde ich sagen, deutlich stärker als seine Zahl gespielt. Fühlt sich zumindest so an und. Ja, das hier ist jetzt noch ein bisschen ein Kampf, aber im Prinzip ist er schon fast entschieden, weil. Wir verlieren noch einen Bauern. Tauscht. Frage ist, wie man zurücknimmt. Bauer und Springer B5 ist stark. Der ist noch stärker, weil auf Springer 5 hätten wir noch König E3 gehabt. Dieser Zug, ein bisschen Hoffnung, aber ich glaube auch der Tausch ist ganz gut für Schwarz, weil das sind dann zwar 3 Freibauern, aber wir haben keine Figur mehr, um die zu unterstützen. Und die Stellung ist leider kaputt. Zum Beispiel Springer D6, okay, dieser Zug führt aufs selbe Feld, also ich wollte auf dieses hier. Das Problem ist immer jetzt auf Springer B3, um den hier zu decken, kommt Springer C4. Und dann ist der Bauer weg. Na okay, es tut mir leid. Ich hätte euch hier gerne einen schönen Sieg präsentiert, aber stattdessen gab es nur sowas. Aber wir kämpfen weiter. Also B4, Springer C6, B5 schlägt, B4, König zieht ran. Ah, bleibt nicht viel Alternative, als diesen Zug zu spielen. Jetzt auf dieses Schlagen. Zum Beispiel ziehen.
Aber das Problem ist, dass der König dran ist und keine Chance. Und den Bauern laufen reicht auch nicht, weil der Springer geht nach C6 und dann können wir nicht weiterlaufen. Ja, das ist auch. Oh. Ja, okay, wir ziehen, aber es gibt auch hier noch Springer B8, was auch ausreichend ist. Der Zug König D8 reicht wahrscheinlich nicht, aber der Gegner hat eine ganze Figur mehr. Also der könnte jetzt. Okay, das ist komisch, was er macht. Vielleicht sehe ich was, aber. Wir holen uns eine Dame. Aber der Springer kommt wahrscheinlich auch am Ende nicht mehr raus. Aber wir kämpfen weiter. Es bleibt noch ein bisschen Hoffnung, aber ich meine, wir haben danach immer noch einen Bauer weniger. Und wenn wir uns jetzt eine Dame holen, also das funktioniert, wir gewinnen jetzt erstmal den Springer, aber ich fürchte, der hier kommt nicht raus. Oder? Ja, vielleicht doch. Springer D4. Dame, Springer schlägt. Hier, da. Ja, okay, das waren ein bisschen wirre Pfeile, aber ich glaube, wir kriegen. Also die Stellung ist verloren. Das sehe ich immer noch so, aber ich glaube, wir können ein bisschen tricksen. So Freibauern sind immer extrem gefährlich und der hier ist seinen Weg gegangen. Hätte nicht sein müssen, er hätte in dieser Stellung hier einfach auf Springer C6, B7, Springer B8 spielen können. Und ich glaube nicht, dass es reicht, weil A4 und vielleicht kommt der Springer schnell genug zur Hilfe. Aber jetzt hier, Springer 6, das ist die Stellung. Gibt genug Gewinnwege für Schwarz, weil er hat einen Bauer mehr und der hier ist eher schwach als stark. Zum Beispiel, okay, H5. Okay, man muss sich eigentlich nicht beeilen mit der Dame. H5 ist jetzt kein extrem drohender Zug. Wobei der Gegner hat wenig Möglichkeiten. Also sagen wir mal A4. Und A4 ist wahrscheinlich Zeitverschwendung. Okay, ich hole mir eine Dame. Springer schlägt. Weil A4 kann sein, dass der Bauer vielleicht eher schwach wird hier, wenn der König näher dran ist. Also jetzt gibt es eigentlich nichts zu überlegen. Außer es ist eine Engine. Nee, Spaß. Er hat gut gespielt, aber ich kann nichts unterstellen. Ich habe auch einiges übersehen. Springer schlägt B8. Wir haben einen Bauer weniger und der Gegner hat hier sehr schöne Bauern. Dieser Freibauer ist nicht so richtig ein guter Freibauer, leider, weil der König dran ist. Springer D4, okay. Was ist die Drohung? Diesen hier? Das Tauschen wäre schlecht, wahrscheinlich. Ja. Wir können mit dem König uns auch nicht so richtig bewegen, weil sich hier immer ein Freibauer bildet. Das ist noch eine Idee. Hier, Springer C6, wir ziehen dich hier hin. Ist okay. Okay, ich spiele hier den Zug F4. Tendenziell habe ich natürlich ein bisschen Hoffnung, hier noch ein Remis zu halten und will dann diesen Bauern hier irgendwie abholen. Weil das Problem ist, wenn ich hier in der Stellung, hat der Gegner sowieso einen Freibauer, H4, ist immer, er kann jederzeit einen Freibauern bilden, ich kann nichts dagegen tun und jetzt habe ich vielleicht noch die Chance, den zu kriegen, wobei dann natürlich der hier auch schnell ist, heißt, ich brauche den Springer zur Hilfe. Das reine Bauernendspiel hier wäre auch verloren, die Bauern hier sind zu weit vorne, man nennt das wandelndes Quadrat, die Bauern werden durch. Kann ich gerne mal ein Video drüber machen, also ist klar, wenn ihr nicht versteht, was ich damit meine. Ich glaube, jetzt wird es Zeit, dass der Springer rauskommt, weil sonst kommt Springer C7 und der hat kein Feld mehr. Er kommt raus. Okay, tauschen, kurz überlegen. König schlägt, nee, das ist verloren. Können wir nicht machen, heißt, wir haben keine große Wahl. Springer B4. Ja, also, harte Stellung. Wahrscheinlich verlorene Stellung. Okay, wohin gehen wir? Eigentlich sehr vorsichtig sein. Kann ihn decken. Läuft zum Beispiel, wenn wir Schach geben, läuft der König zum Beispiel hier hin. Geht zum Beispiel hier hin, der König zieht hier hin. Ach, das ist total verloren. Ich decke den einfach mal. A3. Vielleicht, dass der ein bisschen was aufhält. Hm.
Ja, aber das Problem ist, dass der Bauer ziemlich schnell läuft. Okay, ich muss mit dem König davor laufen, aber das Problem ist, dass der hier auch immer ziemlich schnell ist. Das ist auch ein Problem. Hängt. Okay. König B3 zum Beispiel. Wahrscheinlich König D3. Auf Springer schlägt, kommt Schach und der Bauer ist weg. Das darf Schwarz nicht zulassen. Okay, ich sag mal lieber nichts, aber ich glaube, das war wirklich ein Fehler. Weil jetzt sind nicht mehr viele Bauern am Brett und also noch zwei. Wir haben einen Freibauern und ja, vielleicht immer noch verloren, aber ich glaube, die Stellung hier wird jetzt extrem hart für Schwarz zu halten. Also er hat doch einige Fehler gemacht, das war keine Engine, so fühlt sich zumindest an. Schach, was überlegt er also? Wahrscheinlich auf welches Feld? Wahrscheinlich muss er hier hin, damit er den Bauern am Ende deckt. Okay, also hier. Schlägt, der Bauer läuft, wir können ihn auch aufhalten. Ich bin optimistisch. Also das hat die Stellung verändert. Jetzt sind es wirklich nur noch zwei. Muss aufpassen, dass unsere nicht durch ist. Okay. Jetzt muss man höchst konzentriert bleiben. H4, wir laufen. Also erstmal Springer G5 ist der sichere Zug, der funktioniert wahrscheinlich. Das hier ist auch ein guter Zug, der sieht auch sehr, sehr interessant aus. Danach gewinnen wir nicht den Bauern und wenn er läuft, gehen wir hier hin. Der läuft nochmal. Hier läuft, wir gehen dahin, der läuft, es reicht nicht. Okay. Wenn wir jetzt laufen, läuft, 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 Schach. Wir wandeln mit Schach um und haben tendenziell Mattchancen. Also ihn matt zu setzen, das ist interessant. Aber auf das Laufen wird er wahrscheinlich anfangen, das zu verhindern. Hier, wir laufen nochmal. Hier hin. Boah, ich gehe jetzt in dieses Endspiel. Wobei, okay, er versucht zu verhindern, das macht auch ziemlich Sinn. Dann verhindere ich auch, dass er läuft. Er wollte nicht in dieses Damen-Endspiel gehen, weil ich glaube, wir wandeln mit Schach um und mit Springer ist immer Chancen, dass man matt setzen kann. Das hier, das war, glaube ich, wieder nicht genau. Schach ziehen. Große Frage, wohin wir ziehen. Da. Ah, hier stellen wir den Bauern ein. Muss man nicht hier hin? Ah, dann kommt er mit Schach. Okay, bleibt nicht viel Option. Okay, er muss König D6 spielen. Wir laufen zum Beispiel. König E7, der Bauer ist weg. Ah, schade. Ah, ich fürchte, das war's. Ich sehe nicht mehr viele Optionen in dieser Stellung. Wobei, okay, ist wahrscheinlich zu leicht gesagt. Erstmal kommt er nicht so richtig ran an den Bauern. Ich glaube, hier ist ein sehr wichtiger Moment, aber ich habe wenig Zeit, um herauszufinden, was hier gut ist. Deswegen mache ich erstmal gar nichts. Springer muss irgendwie ziehen. Sagen wir, er greift den Bauern an. Okay, macht er nicht. Er geht so ran. Ups, Entschuldigung. Gibt jetzt. Ah, keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit. Königszug. Das war nicht so genau, glaube ich. Hier glaube ich, gibt's interessante Dinge und die Stellung muss irgendwie Remis sein. Zum Beispiel läuft dieser Bauer. Okay, den. Okay, ich deck den. König zieht hier. Einziger Zug. Dahin, das war nicht gut, oder? Ja, okay, jetzt ist die Stellung Remis. Also, glaube ich zumindest. Wobei die Bauern sind auch ziemlich schnell und gefährlich. Okay, der läuft, das ist ziemlich hart. Dame, Springer schlägt. Das wird extrem spannend. Der läuft weiter. Was haben wir? Schach. Ja, da, das reicht nicht. Wir müssen da ran. Und jetzt läuft der. Die Stellung ist aus. Keine Chance. Der Springer kommt hier einfach nicht mehr raus. Nee, das ist schade. War spannend noch am Ende.
ich sehe keine Option, weil der läuft, wir gehen ran, der läuft und dann gibt's hier zwar ein Gabelfeld, aber wir kommen nicht mehr hin. Oder hier genauso. Jetzt läuft der andere und leider durch. War ein super spannendes Endspiel, wir haben ja noch unsere Chancen bekommen, aber war leider doch aus. Wir analysieren. Seid so gut, bitte, bitte, tut mir den Gefallen, auch wenn ihr jetzt denkt, ah ja, hat gar nicht die Stellung gar nicht gewonnen, obwohl er vielleicht nochmal Chancen bekommen hat. Sorry, war ein starker Gegner und mit Kommentieren ist wirklich hart. Hoffe, ihr habt trotzdem viel gelernt. Am Brett, wirklich eine absolute Hauptvariante. Er ist wirklich der Erste gewesen, der hier diesen Läufer E4 gespielt hat. Ihr seht, Carlsen Zug, das war das, was ich vorhin meinte, 2015. Oh, sorry. Bester Zug. Geschlagen. Was spielt man hier? Ja, in der Partie kann man auch Springer F3. Läufer E7. Gab es mal einen Sandipan. Läufer D3. Sehr gut, ich schalte mal die Engine an. Und F5. Und das ist schon ungenau. Ich wusste so irgendwie, das ist hier direkt C4. Ah, C4 und jetzt auf den hier hat man das Schach, Dame B5 und der Springer muss zurück. Das C4 war die richtige Idee, aber genau an der falschen Stelle, nach Rochade. C4 ist Springer A5 gut, aber nur minus 0,1, also man hat immer noch genug Kompensation. Dame A4 wäre besser gewesen. Springer schlägt, Läufer schlägt, Bauer schlägt und Turm AC1. Ja, steht die Dame nicht vorne dran, B5 geht nicht, heißt der Bauer ist wieder weg. Das wäre deutlich besser gewesen. Damit C2 ein bisschen voreilig. Und jetzt kämpfe ich eigentlich die ganze Partie hier ums Remis. Okay, und hier Türme tauschen wir auch fahrlässig. Besser wäre gewesen Turm E2. Wahrscheinlich F3 und dann auf den E6 gehen. Sieht eigentlich gut aus. Ich war eigentlich überzeugt, dass man dieses Endspiel halten kann, aber die Engine sieht das anders. Der Gegner ist sehr gut gemacht. Hier steht er mittlerweile 3 Bauern besser. Hier wäre die bessere Verteidigung. Selbst F4 zu spielen, ja. Habe ich mir gedacht, weil, also stopp, ich dachte nicht, dass der beste Zug ist, aber ich habe dran gedacht, weil jetzt stellt man die Bauern auf weiß und hat einen weißen Läufer. Worauf ich halt gar keine Lust hatte, war dieser Zug. Und der Springer steht hier so gut, aber wahrscheinlich muss man es machen, weil so wie es in der Partie kam mit G5, werde ich hier total eingesperrt und ja, das war jetzt nur noch ein kläglicher Versuch. Am Ende war der Läufer weg. Hat trotzdem riesen Chancen gegeben in dieser Variante hier. Okay, noch total verloren. Hier. Aber ich glaube, der große Fehler, also ich war das hier. Genau, 0,0. Ich wusste es. Also, vielleicht ist es extrem unsympathisch, wie ich hier noch sag, ich wusste es, aber ich wusste ja wirklich, dass das hier Remis zu halten ist. Schlagen, H4, F5, H3, alles in Ordnung. Wo ist der Fehler? Hier. Riesenfehler. F7. König E7. König E3. So, er kann nicht schlagen. Kann im Prinzip nichts mehr machen mit dem König, wobei König F6, Springer F3 und man kann hier wahrscheinlich den Springer opfern und dann den hier bekommen. Also König F7, nee, König D4, genau, und jetzt droht man hier zu opfern und den Bauern zu nehmen. Und was passiert auf König E6, König C5? Okay, das ist kein einfaches Remis. Problem ist, wenn der hier läuft, kommt das Schach. Aber es ist schon schwer zu halten, aber es war auf jeden Fall Remis. König E2 dann aus. Ah, nicht mit dem Springer H8-Zug, sondern mit König E5. Nicht mit König E5, sondern mit Springer H. Nee, sorry, jetzt bin ich verwirrt. König E5 war der Beste. Was war hier das Problem? Ah, König G2 statt F7 und König E5. Okay, er hat es einfach sehr gut gemacht. Und das hier ist verloren. Einfach die Bauern sind zu stark. Der Springer ist viel zu weit weg. Ja, war ein spannendes Endspiel. Cool, dass ihr zugeschaut habt. Schön, dass ihr hier seid und auch bei meinen Niederlagen zuschaut. Ich freue mich total einfach, dass ihr den Kanal schaut, dass ihr das hier unterstützt und ja, macht's gut. Bis morgen.